Hey Tennus, ich habe euch jetzt hier die Mutterlist Cernus mitgebracht. Die Mutterlist Cernus ist eine Mutterlist, also in fester Version der normalen Cernus, und hat auch einen netten Zusatzeffekt. Der Zusatzeffekt ist, dass wenn wir wohin schießen, eine Wolke entsteht, ähnlich wie bei der Torit, und in dieser Wolke bekommen die Gegner immer Giftdots ab. Der Giftschaden ist ungefähr 78. Und alles, was ich euch über diese Waffe jetzt sage, ist nur das, was ich selbst rausgefunden habe. Könnte unter Umständen etwas falsch sein, aber ich versuche mein Bestes. Die Stats dieser Waffe sind 11,3 Schnittschaden, 11,3 Durchschlagschaden, 202,5 Einschlagschaden, zweifacher Crit-Multiplikator, 15% Crit-Chance und ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon erwähnt habe, eine verdammt hohe Statuschance von 45%. Das ist sau viel. Allgemeine Sachen zu dieser Waffe. In diese Wolke skalieren andere Elementarschäden mit rein. Aber dabei ist mir aufgefallen, wenn ich nur Elektroschaden in diese Waffe reinmache, verbindet sich der Giftschaden unserer Wolke mit dem Elektroschaden zu Korrosionsschaden und wir haben trotzdem noch immer unseren geforsten Giftschaden. Das bedeutet, wir können easy von Level 105er Heavy Gunnern die Rüstung entfernen. Das Problem ist, der Schaden, den diese Waffe macht, den diese Wolke macht, ist leider absolut lächerlich. Für mich ist die Mutterlist Cernus, ist das jetzt nur meine eigene Meinung, eine wirklich Low-Level-AOE-Sniper-Bogenwaffe. Und dazu kommt jetzt, wenn wir die Lankas spielen mit AOE-Schaden, machen wir mehr Schaden als mit der Mutterlist Cernus mit AOE. Also, tut mir leid, aber solange diese Wolke nicht mindestens um das 10- bis 20-fache gebufft wird, ist diese Waffe für mich einfach nur ein Witz. Anderer Grund, jetzt könnte man sagen, ja, ich kann direkt auf den Gegner draufschießen und damit töte ich den Gegner. Dann würde ich aber dagegen halten, vergleichen wir es mit der Rakta Xernus. Also, die hat mehr Grundschaden und eine viel höhere Crit-Chance. Das heißt, bei direktem Schaden ist die Rakta Xernus besser. Nehmen wir AOE-Schaden, nehmen wir einfach die Lanka. Es tut mir leid, das zu sagen, aber für mich ist die Mutterlist Cernus einfach eine Low-Level-Waffe. Sie sieht gut aus, sie hat eine verdammt coole Mechanik dahinter, aber nach dem jetzigen Stand, den ich habe, ist sie für mich einfach enttäuschend. So, was habe ich da ausprobiert? Ich habe ein Korrosionsbild gegen Cranier benutzt. Ich habe sogar einen Former in dieser Waffe verschwendet. Ich hätte noch mehr reingemacht, aber man merkt einfach, es lohnt sich nicht. Cranier haben keine Rüstung mehr, aber sie sterben nicht. Anderer Bild. Ich habe es versucht mit purem Giftschaden gegen Korpus. Hat funktioniert, aber es war relativ ineffizient, weil dann hätte ich auch die normale Rakta Xernus nehmen können. Habe ich noch was probiert. Die Statuschance auszunutzen. Heißt, ich habe jetzt hier mal, das ist jetzt nur der letzte Bild, den ich getestet habe, Einmal habe ich da mit einem Gasbild gemacht und einmal mit einem Viralbild. Viralbild hat den Vorteil, ich kann allen Gegnern, die in dieser Wolke drin sind, viral brocken und die haben nur noch halbes Leben. Bedeutet, meine Giftdots sind in Anführungszeichen doppelt so stark wie vorher. Das andere, was ich probiert hatte, war eine Mischung aus einem direkten Damage-Bild und einem AOE-Bild. Heißt, ich habe hier noch Feuerschaden reingemacht, damit ich auf Gasschaden gekommen bin. Ihr müsst ja wissen, Gasschaden macht eine kleine Gasexplosion, was nochmal an allen Gegnern im Umkreis Gasdots verteilt. Bedeutet, das funktioniert. Das Problem ist einfach, wie gesagt, die Lanka macht den Job besser. Einzige, was man jetzt dagegen halten könnte, wenn man wirklich auf Gas spielt, das ist etwas, was die Lanka nicht so easy hinbekommt. Weil die spielen wir auf AOE Elektroschaden und hier diese Mutterlist Cernus könnten wir halt eben auf pur Giftschaden spielen. Beziehungsweise Gas hätten wir dann wieder Giftdots. Gut. Zeige ich euch den Viralbild. Also ich denke, Low-Level könnte diese Waffe interessant sein, aber ich muss jetzt wirklich einwerfen, bevor ich euch was zeige. Wieso sollten wir diese Waffe spielen, wenn wir auch eine Torit nehmen könnten, die so das besser macht? Also, ein nettes Konzept, es ist eine Nischenwaffe, die wir noch nicht hatten, aber auch eine, die wir nicht hätten haben müssen. Gut. Ich nehme direkt Level 135er Korpus, wir werden ihn tot bekommen, aber der Aufwand steht in keiner Relation. So, Elite-Besatzungsmitglied. Nehme ich zwei Stück.
Und ich zeige euch jetzt erstmal hier den Cloud Damage und danach direkt Schaden und alles. So, schieße ich neben den Gegner. Ihr habt es gesehen, 38 Schaden. Jetzt müsste eine 65 am Schild. Also ich mache 38 Schaden hier direkt an ihm. Hab sogar gerade viral geprockt. Und wieso das munitionseffizient sein sollte für einen Bogen, ich weiß nicht. Weil, damit er stirbt, müssten wir wie blöd auf ihn draufhämmern. Also mehr Pfeile verschwenden, als sie jemals in irgendeiner Relation stehen würde. Selbst mit aufgeladenem Schuss. 38er Giftdots. Also lächerlich. Ja, mir widerspricht allem, euch hier mehr zu zeigen, aber ich muss es machen. Komm. Nehmen wir ein paar Low-Level-Gegner. Sagen wir Level 40. Statt Viral nehmen wir jetzt auch mal Gas, damit ihr das AOE seht, was ich gemeint habe. Und danach komme ich noch ein bisschen auf Builds zu sprechen, die man hier machen könnte. Natürlich kann man jetzt einwerfen, hier habe ich noch zwei Modplätze frei. Aber ganz im Ernst, das würde nur unseren direkten Schaden pushen von dieser Waffe, nicht unsere Cloud. Und wenn wir direkten Schaden wollen, nehmen wir die Tread. Weil Schnitt, Prox ignorieren Schilde. Tread kann Level 135er Heavy Gunner one-hitten. Auch jeden Korpus one-hitten, wenn ich Schnitt brocke. Und deshalb müssen wir hier gar nicht erst auf direkten Schaden gehen. Weil ansonsten nehmen wir auch die normale Rakta-Xernos. Was habe ich jetzt drin? Ich habe... Wie viel Statuschance? 100%. Gut. Nehme ich nicht 2, sondern 20. Level 40. Wukong Ulti an. Nicht Ulti, aber Unverwundbarkeit an. Und los geht's. So. Das war jetzt aus irgendeinem Grund Schnitt, warum auch immer. Jetzt haben wir Gas geprockt. Der Gegner war auch One-Hit, weil der Giftschaden... Naja, der Schaden, der hierbei rumkommt, ist nicht schlecht, aber es sind Low-Level-Gegner. High-Level hat das hier nichts mehr zu sagen. Das hier war jetzt diese Gasexplosion. Und ich fasse es zusammen. Lasst die Finger weg von dieser Waffe, wenn ihr mich fragt. Es war leider für mich die größte Enttäuschung in diesem Patch. Ich war absolut gehypt am Anfang. Aber es gibt keinen Grund, warum man diese Waffe spielen sollte. Ich hoffe, ich konnte euch diese Waffe jetzt vorstellen. Falls ihr es doch probieren wollt, macht's ruhig. Falls ich hier irgendwas falsch gesagt habe, könnt ihr mich gerne darauf hinweisen. Und viel Spaß beim Ausprobieren.